Teil 2 meiner kleinen Kennenlernreise durch die Buschmilzabfüllungen. Wir sind bei den Single Malls angelangt. Und zwar habe ich hier den Standard, so nenne ich ihn jetzt mal, 10-jährigen mit 40 Volumenprozenten stehen und eine Sonderabfüllung vom 10-jährigen. Er hat ein Sherry-Finish erhalten und 46 Volumenprozente. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Die Buschmilzbrennerei macht nichts anderes als Single Malt. Dabei hatte ich eben zwei Blends von denen. Das Standardprodukt, der Buschmilz Original und auch der Black Bush, ist mit Grain Whisky verschnitten und der stammt aus der Middleton Brennerei. So liest man es immer wieder. Also finde ich, ist irgendwie eine ganz komische Konstellation. Aber jetzt haben wir hier wirklich 100% Original Bushmill. Also jetzt ist auch drin, was draufsteht, zu 100%. Dabei muss ich sagen, der Black Bush, der war gar nicht schlecht. Geringer Preis, viel Sherry und angeblich auch 80% Maltanteil. Ja, kann man gar nicht meckern. So, jetzt habe ich hier auch Sherry mit drin. Es steht drauf, gereift in zwei Holzarten, Ex-Bourbon und Sherry. Aber der Sherry-Anteil, so wie ich es gelesen habe, ist wohl gering. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich nur um so eine Untermalung geht, wie man das in Schottland auch oft hat. Dass aus den Sherry-Fässern aus der europäischen Eiche, wenn sie aus europäischer Eiche sind, noch so ein bisschen mehr Würze rauskommt und vielleicht so eine leichte, dunkle Untermalung der Frucht. Nun gut, wir werden es gleich sehen. Und ihn hier, wie gesagt, ist eine Sonderabfüllung für den Reisebedarf. Dann spendieren sie auch auf einmal 46 Volumenprozente. Weiß ich auch nicht, was sie da geritten hat. Ich meine, gut, hier ein Standard mit 40. Es ist immer schade, wenn eine Brennerei meint, das machen zu müssen. Aber nun gut. Hier, ich kann ja die Flaschen auch mal rausholen. Die, wenn ich sie gleich einblende, also die hat irgendwie, da wird man irre bei mit diesen Streifen drauf. Darf man nicht zu lange hingucken. Meine Karte, dann kann ich euch da ein bisschen was zu sagen. Das, jetzt fangen wir bei ihm an. Das Sherry Finish liegt bei 38 Euro. Habe ich ihn gefunden im Internet. Die meisten Shops führen ihn über 40 Euro. Und der Standard 10er ist ab 22 Euro zu bekommen. Also da kann man echt nicht meckern. Ein Glenfiddich 12 Jahre, sage ich mal, weit verbreiteter Single Malt, fast in jedem Supermarkt zu bekommen, liegt aktuell online-mäßig bei 26 Euro. Also nur, um das jetzt mal so einschätzen zu können. Sonst habe ich mir nicht viel notiert. Hintergrund zu Buschmilz habe ich im ersten Video ein bisschen was zu erzählt. Wer das wissen will, sollte da noch mal reinschauen. Ansonsten hole ich ihn noch raus und dann starten wir hier. Farbe blende ich nicht ein. Die meisten Shops führen ihn als gefärbt. Auf den Flaschen steht leider nichts drauf, obwohl es ja eigentlich draufstehen müsste, wenn es so wäre. Tja, ich weiß es nicht. Ich blende keine Farbe ein. Weil ich sehe das so, eine Brennerei sollte es eigentlich wirklich doch voll mit vollem Stolz draufschreiben, wenn ihr Produkt nicht gefärbt ist. Und alle, die das nicht tun, da schwant mir immer Böses. So. Noch voller als der Black Bush, diese schwere künstliche Fruchtnote, da hatte ich vom 40 gesprochen, diese Sherry-Note ist weg. Ja, so eine Mischung zwischen einer Zitrusnote, die mit viel Süße untermalt ist und so leicht wie so ein schöner Honig, so ein Waldhonig mit so einem leichten Kräutereinschlag. Dabei butterweich und sanft, also diese Dreifachdestillation,
Ich glaube, auf Dauer wäre das für mich, ich sag's jetzt so hart, zu langweilig. Da bleibe ich dann lieber in Schottland. Aber das ist schon, um jetzt jemanden vielleicht auch an den Whisky heranzuführen, eine ganz, ganz feine Sache, ne? Da ist nichts Störendes drin. Vielleicht sogar so leicht tropische Assoziationen wie von einer Ananas oder so. Auch das Holz im Hintergrund ist dezent, aber beim, naja, bei dem Blend, bei dem Original, bei dem einfachen hatte ich dann eben so eine bittere Note. Die ist hier nicht. Und klar, er wird auch älter sein als alle beiden Vorgänger, die ich vorhin hatte. Und deshalb finde ich das interessant, als wenn man ihn jetzt sofort trinkt und sagt, ja, gut, ein Single Malt, alles so ein bisschen leicht und flach und könnte ein bisschen mehr sein. Nee, deshalb finde ich es ganz schön, wenn man wirklich bei der ersten Stufe anfängt. Und da ist er im Vergleich schon ganz schön voll. Auch eine viel stärkere Vanille, als ich sie vorhin schon hatte. Kein aufdringlicher Malt, ne? Also wie gesagt, eher fein, zurückhaltend. Ja, nehmen wir ihn mal. Oh ja, jetzt machen sich die 10 Jahre bemerkbar. Die amerikanische Eiche aus den Ex-Bourbon-Fässern. Eine leichte Untermalung, also kann ich jetzt nicht rausschmecken, aber kann ich mir gut vorstellen von den Sherry-Fässern, die da minimal mit drin sind, dass da vielleicht auch wirklich etwas dunkleres Holz aus vielleicht einer europäischen Eiche mit dazukommt. Ganz schön vollmundig, wenn man von den anderen beiden kommt, ne? Also nicht mir das Wort bitte im Mund umdrehen. Aber das, wie gesagt, das ist eben so meine Art, Whisky zu probieren, dass ich einfach weiß, wo komme ich her bei der Brennerei. Ist für mich ganz wichtig, als wenn ich mir jetzt einfach hier den 21er hingestellt hätte und hätte den probiert. Klar, ich könnte den dann mit anderen 21ern vergleichen, von denen ich schon genug hatte, aber ist für mich irgendwie, auch um den Brennereicharakter irgendwo greifbar zu haben, ich möchte nicht sagen, der falsche Weg, aber so ist das irgendwie ein bisschen gründlicher. Ist so eine ganz leichte Kräuternote drin, die, wie gesagt, durch so eine spritzige Zitrusnote so aufgefrischt wird und dann eine Menge Süße, Malzigkeit, jetzt wirklich voluminös im Vergleich zu den ersten beiden oder auch vor allem zum ersten. Und ja, da hat man eben so eine schöne Vanille. Süße drin, leichte Malznote. Und dann geht es eben in dieses 10 Jahre alte Holz rein. Da merkt man dann auf einmal, was das heißt, 10 Jahre, wenn man eben den Original vorhin mal probiert hat. Und was ich eben, dann kann man auch vielleicht nachvollziehen, was ich mit ja, bitterer Eiche meine. Da bleibt auch was im Mund, auch wenn es so ein feiner Malt ist. Zitrusnote, ich habe ja auch nicht wirklich eine andere Frucht drin. Ich hatte vorhin den Glenfiddich 12 Jahre genannt, da hat man ja eine schöne Birne drin. Von mir aus auch einen Apfel kann man da rein interpretieren. Sowas habe ich jetzt hier gar nicht. Okay, wir wissen, wo wir jetzt mit dem Standard Single Malt bei Bushmilch sind. Und jetzt, ich möchte eigentlich gar nicht spülen, weil hier habe ich ja praktisch jetzt den großen Bruder, den sie nochmal in Sherryfässer umgefüllt haben. Wie lange dieses Finish gedauert hat, wird leider nicht angegeben. Wie gesagt, mit den 46 Volumenprozenten, warum sie ihn nicht runter auf 40 verdünnt haben, gerade bei einer Reiseabfüllung.
ich meine, ich freue mich ja, wenn ich ein bisschen mehr Alkohol habe. Beim 40er war es jetzt aber nicht nötig. Beim Black Bush, den ich vorhin hatte, hatte ich schon das Gefühl, dass ein paar Volumenprozente doch die Aromfracht besser transportieren könnten. Und der war teilweise so ein bisschen wässrig. Hatte ich jetzt beim 10er jetzt überhaupt nicht. Mal gucken, wenn sie den aber auch so mit Sherry vollgeknallt haben, ob der eben besser funktioniert mit 46. Haben sie aber auch ein Brett drüber gebügelt. Ja. Kommt dem Black Bush-Charakter doch ähnlich, obwohl er sehr voll, sehr präsent dasteht. Aber ich habe hier gar nicht diesen Pfirsich, den hatte der Black Bush. Da hatte ich wirklich an diesen Haribo, an diese Haribo-Pfirsich-Dinger gedacht. Das hat er nicht. Er hat, finde ich, gleich so einen stärkeren Holzeinschlag. Da ist so eine malzige Zitrusnote. Die Süße kommt nicht so richtig schön durch, sondern es wird gleich dunkel, so ein bisschen, ja, zart. Ne? Das Wort bitter hört sich so wild an, aber so eine würzige, zart-bittere Note vom Holz. Mit so einer leichten Idee einer Politur, eines Wachses, einer Möbelpolitur. Aber nach hinten raus passiert da nicht so viel. Da müsste dann eigentlich noch mal ein bisschen mehr Holz kommen. Und da riecht es dann so ein bisschen, so ganz leicht nach so Trockenfrüchten. Vielleicht eine Rosine, eine Dattel, aber so minimal. Also ich weiß nicht, womit ich sonst assoziieren soll. Habe ich doch eher im Vordergrund diese Politurnote. Und der schöne Single Malt, der Brennerei-Charakter, das ist irgendwie so total untergegangen. Der ist aber auch so leicht, das ist ja das Problem, wenn ich den Finish verpasse, dann müsste man ganz behutsam vorgehen. Aus Schottland fällt mir so spontan Glen Scotia ein. Die haben oft Finish-Abfüllungen, ob als Sondersachen oder standardmäßig, und die sind nie übertrieben. Die unterstützen und untermalen den Brennereicharakter, was ich sehr schätze. Und hier ist das wirklich so ein schweres, übergekleistertes, naja, Sherry-Fass. Wo es dann am Ende egal ist, was für ein Whisky da drin ist, um jetzt ganz böse zu sprechen. Nein, er ist immer noch sehr leicht. So. Ja, also das Transportieren der Aromen ist jetzt viel, viel schön. Oder was heißt jetzt? Ist mit 46% funktioniert das Ganze viel, viel besser als bei dem Black Bush. Ich hätte ja praktisch auch einmal den Black Bush hier hinstellen können als Blend mit einem hohen Sherry-Einfluss und dann ihn als Single Malt. Aber ich wollte Blend, Blend, Malt, Malt machen. Aber am besten guckt er beide Videos gleich hintereinander. Das hat er nicht. Er ist voluminös, wie ich das von Single Malt mag. Ob es jetzt 46% sein müssen, weiß ich nicht. 43 hätten es vielleicht auch getan, aber mit 40 wäre der untergegangen. Also das, oder erkennt man sofort, warum sie es gemacht haben. Ja, aber was da transportiert wird, ist so ein bisschen wabbelig, schwabbelig, nichtssagend, verwoben. Undefinierbar, also eben irgendwie so eine Sherry-Fracht. Also ich finde diese zart-bitter Schokoladennote in der Nase mit diesem bisschen Politur, jetzt hatte ich so ein leichtes Gefühl von so einem bisschen Kirschanklang. Das finde ich ja ganz schön, aber im Geschmack finde ich es nicht selber wieder.
Ist am Anfang so leicht undefinierbar scharf. Er ist leicht trockend, also leicht trockend im Mund, aber nicht wirklich intensiv. Irgendwie weiß er nicht, wo er so ganz hin will. Dann wird es auf einmal wieder vom Abgang etwas schärfer. Dann geht er runter. Dann habe ich wieder eher Zitruseindrücke. Und nichts schweres Sherryfruchtmäßiges. Und dann geht er weg und hinterlässt so einen leichten Belag, der leicht, ja, eben so eine leichte, holzige, würzige Note. Das ist ja auch in Ordnung, aber ich meine, er kostet ja ein paar Euros, ne? Also wie gesagt, im Prinzip nicht unter 40 Euro zu bekommen. Und da habe ich schon echt eine riesige Auswahl, wenn ich jetzt die Schotten mit einnehme oder, ach, ich weiß nicht, wo der liegt, ich glaube, der ist ein bisschen teurer. Ein paar Iren hatte ich ja schon, aber jetzt so viele Iren mit dem Sherry-Finish noch nicht. Aber ich hatte irgendwann letztes Jahr den Red Breast Lustau aus der Middleton-Brennerei. Und der hat mir echt gut gefallen. Trägt kein Alter. Hat auch 46 Volumenprozente. Ist jetzt ein Single-Pot-Still-Whisky. Das ist ja das, was ich an Irland eigentlich sehr interessant finde. Wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, die Dreifachdestillation ist mir in manchen Fällen oder in vielen Fällen oft einfach eins zu viel. Aber wenn man das Ganze dann eben mit einer Kombination aus gemälzter Gerste und ungemälzter Gerste macht, dass ich eben diesen Pot Still Irish Whisky habe, der so eine schöne würzige Note transportiert, dann finde ich das wiederum ganz cool. Wo stellen wir jetzt die Ich tue raus. Ich kann euch ein Bild einblenden. Ich spüle einmal kurz. Lustau, kurz zur Erklärung, ist eine Bodega in Spanien. Da kriegt ihr auch so Sherry von. Und da kriegen die ihre Fässer her. Ist natürlich viel Marketing, bla bla dabei. Findet man bei YouTube Videos zu. Schöne Bodega. Aber das Ergebnis hatte mich damals überzeugt, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, ob er, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Hier geht es jetzt gerade nicht um den Sherry, sondern hier habe ich eben das, was ich mit Irland verbinde. Ich habe einfach diesen Irish Pot Still Charakter da drin. Ich greife jetzt hier ein paar Mal rüber. Er kommt dunkler rüber. Also er hat hier wirklich diese zart-bittere Holznote da direkt drin mit dieser Politur. Das hat er hier nicht. Er hat aber so fruchtigere Ansätze, so leicht leichte Trauben. Ich weiß nicht, was ich jetzt damals in meinem Video gesagt habe. Ich habe jetzt eben den direkten Unterschied von ihm zu ihm hier. Er ist vom Holzeinfluss hier etwas leichter. Er wird sehr wahrscheinlich auch jünger sein, weil sonst hätte, wie gesagt, hätten die bei Middleton da eine 10 oder was auch immer drauf geschrieben. Ich nehme ihn mal. Ja gut, das ist jetzt eben mein Hang in Irland zu diesem Irish Pot Still Verfahren, diese würzige Note, die praktisch in meinen Augen, hört sich jetzt böse an, aber diese Dreifachdestillation so ein bisschen wieder ausgleicht und dem Ganzen ein bisschen Tiefe und Charisma bringt, die ist schön. Da kommt am Ende nach der Würzigkeit jetzt auch so leichte Schokonoten mit rein. Ich habe so eine leichte Teenote, die dann mit dunklen Früchten untermalt ist. So schwarzer Tee, ne? So leicht, wie heißt es? Ich komme immer nicht auf das Wort. Ich blend's euch ein. So eine schöne, trockene Note.
Und dann diese Würze. Also er ist nicht perfekt, versteht mich nicht falsch, aber ich schwelge gerade da drin in diesem an diesem Potstill-Verfahren und muss gerade so ein bisschen sagen, hat Buschmilz das? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir unten drunter. Die haben ja so viele Abfüllungen und es ist traurig, auf deren Internetseite geben sie nur, ich glaube, 5 Stück an oder 6. Nicht wirklich viele. Ich nehme ihn jetzt nochmal, ohne zu spülen. Man merkt das jüngere Alter beim Redbreast. Das muss ich jetzt ja hier ihm auch zugute halten. Und er gibt ja auch nicht vor, ein Irish Pot Still Whisky zu sein. Deshalb ist es jetzt auch ein bisschen unfair. Aber ich wollte jetzt auch keinen Schotten nehmen als Vergleich. Er hat mehr Tiefe oder er wirkt dunkler durch dieses, ich nenne es einfach mal, schwere Finish. Aber es wirkt so ein bisschen künstlich. Es wirkt nicht stimmig. Es geht nicht schön ineinander über in den normalen Brennereicharakter, in den Rest vom Zehner, wie man ihn hier eben von hier aus kennt. Ah, das finde ich dann wieder schön. Hier habe ich diese honig-süße Note mit so ein bisschen Zitrus und diese frische Note dabei. Diese leichte 10-jährige Eiche, die ich vorhin erwähnt habe, merke ich jetzt natürlich nicht mehr, nachdem da das Finish drüber gebraten wurde. Ich nehme den jetzt nicht, aber das möchte ich doch da mit drin haben und nicht einfach überkleistern. Also daran störe ich mich gerade. Es soll ja eine Ergänzung sein in meinen Augen, so würde ich ein Finish anlegen. Aber ich meine, gut, das muss jeder selber wissen. Deutlich mehr Intensität im Holz, mehr europäische Eiche, würde ich sagen, hat da Einfluss gelassen. Warum auch immer, wie auch immer, jetzt mit dem Lustau möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Der Lustau, wie gesagt, versteht mich nicht, versteht mich richtig. Der ist jetzt nicht perfekt oder in meinen Augen besser, aber ich entdecke gerade wieder meine Liebe zu diesem Irish Pot Still Verfahren, wie ich es jetzt, glaube ich, zum 5. Mal sage. Da muss ich demnächst weiter ran. Und wenn Buschmilz das nicht hat, lasse ich die erstmal links liegen. Nein, es ist in Ordnung. Also ich möchte es jetzt nicht schlechter machen. Man kriegt hier auch einen Liter. Ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Man kriegt für diese 40 Euro ein Liter Whisky. Wenn ich das umrechne, ich blende es euch mal ein, was das als 0,7er Flasche bedeutet. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Ja, Buschmilz hat ja noch ein paar andere Jahrgänge, viele Sondersachen. Ich habe jetzt eine Basis, von der ich starten kann, wo ich weiß, wo ich herkomme. Okay. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.